Mit dem Domain SL5 Gravel und dem Domain ALR5 Gravel hat Trek für 2018 zwei neue Gravel-Modelle ins Programm genommen. Unser Testrad, das Domain ALR5 Gravel, ist das Einstiegsmodell. Während ein Rennrad an Asphalt gebunden ist, eignet sich ein Gravelbike gut für Ausflüge auf unbefestigte Wege. Schotter, nichts anderes heißt Gravel, aber auch Waldwege. Das Domain ALR Gravel basiert auf einem schön gearbeiteten Aluminiumrahmen mit langstreckentauglicher Geometrie. Der Fahrer oder die Fahrerin sitzt auch dank längerem Steuerrohr recht komfortabel auf dem Bike, das mit vertrauenerweckender Laufruhe gefällt, ohne dabei träge zu sein. Für zusätzlichen Komfort sorgen die Carbon-Gabel mit weiter Vorbiegung und die ISOSpeed-Technologie am Rahmen, die auch an den Domain-Rennrädern zum Einsatz kommt. Sie entkoppelt Sitz und Oberrohr, sodass das Sitzrohr Vibrationen besser dämpfen kann. Steckachsen sorgen für Steifigkeit, Rahmen und Gabel bieten viel Durchlauffreiheit, so können breitere, profilierte Reifen montiert werden. Die mechanischen Flatmount-Scheibenbremsen von Tektro fügen sich schön in die Silhouette ein. Sie funktionieren zuverlässig und packen kräftig zu, können aber mit hydraulischen Modellen nicht ganz mithalten. Mit dem Domain Gravel ist man flott unterwegs, mit 22 Gängen steht immer die passende Übersetzung parat. Es vermittelt ein sicheres Fahrgefühl, die Reifen geben auf Schotter guten Halt und rollen auf Asphalt ordentlich. In schlammigen, rutschigen Passagen stoßen sie an ihre Grenze, aber das Domain will ja auch kein wettkampftauglicher Crosser sein. In Sachen Ausstattung finden sich viele Bontrager-Parts. Die Marke gehört ja schließlich zum Trek-Konzern. Sattelstütze und Sattel, Vorbau und Lenker sowie die Laufräder. Darauf sind 35 mm breite Schwalbe G1 Allround montiert. Geschaltet wird mit einer sehr zuverlässigen Shimano 105 Gruppe samt Kompaktkurbel. Gewogen haben wir das Rad in Rahmengröße 50 samt Pedalen mit 9,96 Kilo. Trek bietet mit dem Domain ALR5 Gravel ein schickes und vielseitiges Rad an. Es punktet mit attraktiven Fahreigenschaften und einer zuverlässigen Ausstattung. Auf sportlichen Ausflügen über Schotter und Waldwege macht es ebenso Spaß wie als Rennradalternative beim winterlichen Straßentraining. 1849 Euro kostet das gelungene Gravelbike.